Sydney wechselt aufs Gymnasium. Das war jetzt meine 6. Klasse. Bin aufs Gymnasium gewechselt. Eins der schwersten in Berlin. Nach Klado. Da gab es 3 Ausländer. Ich und noch 2 andere. Hajin und Hakan. Sehr, sehr schöne Schule. Sehr, sehr schöne Frauen. Momo war das zum Beispiel auch. Und ihr müsst wissen, in der 8. Klasse circa bin ich zu Hertha gewechselt. Müssen wir mal schauen, wie sich bei den Noten widerspiegelt. Erstmal hier. Soziales Verhalten. Super. Wieder auf der 2. Und hier unten auf der 1. Ich weiß noch, wie nervös man war, ne? Bei 1. Klasse, Einschulung und so. 1. Schultag. Deutsch 3. Mündlich, schriftlich 3. Englisch 2-2-2. Französisch 2-2-2. Französisch, erstes Jahr. Oui, je parle français. Geschichte 2, Geo 1, auf dem Gymnasium, kein Problem. Ethik 3, Mathe 2, Physik 3, Chemie 1, Bio 2, Musik 3, wieder Musik eine 3, ne? BK eine 2, Sport eine 1. Hier steht nichts drunter, schade. 14 Tage gefehlt. Das war's. Egal, wir gehen direkt in die 8. Klasse. Jetzt bin ich, glaube ich, stärker. Deutsch 3, Englisch 2, Französisch 2, Geschichte 3, Geo 3, wir hatten noch einen Geolehrer, Ethik 3, Wahlpflichtfach auch nochmal Geo, nochmal eine 3, perfekt. Mathe 3, boah, diese Lehrerin in Mathe. Puh. Physik 4, Chemie 3, Bio 3, Musik 3, BK 2, Sport 1. Was passiert? Sydney ist zu Hertha gewechselt. Frau Hinz, wo weißt du das? Dismin, guck mal, Hertha gewechselt, was passiert? Alles einen nach hinten gerutscht, sogar Selbstständigkeit. Alles einen zurück. Und es wird jetzt immer schlimmer. 9. Klasse. Deutsch plötzlich eine 4. Englisch eine 4. Mündlich 4, schriftlich 3. Ich bin immer so einer, mündlich mache ich nichts, lass mich in Ruhe, Junge. Ich passe aber auf und schreibe dann die Arbeit halt. Geschichte 4, Geo 3, Ethik 4, Bio bilingual, Bio auf Englisch, was habe ich mir dabei gedacht? Eine 3, Mathe eine 4, Frau Hü, sag ihn Namen nicht, Physik 4, Chemie 3, Bio 3, Musik 2, Sport 1, 18 Fehltage angeblich. Ist hier noch was? Das Fach Bildende Kunst wird epochal unterrichtet, die Leistungen im Fach Deutsch sind nur schwach ausreichend, also 4 minus hatte ich in Deutsch. 10. Klasse, mein letztes Schuljahr an der Schule. Weil, also dann, es kam halt auch dazu, dass ich die ganze Zeit Nationalmannschaft musste oder so und die wollten mich nie lassen auf der Schule. Die Lehrer, die haben mich abgefuckt, die sagen, du musst aber jetzt nachschreiben. Wir haben einen Nachschreibetermin da und da und da bist du auch nicht da. Ich höre. Dann wollte ich hier noch mein MSA machen an der Schule. Und dann bin ich halt auf eine Sportschule gewechselt, wo ich keine Probleme damit habe. Wo ist mein 10. Klassenzeugnis? 10D. 10D, wieder alles in Ordnung. Ich habe nur Ultimate Teams in meinen Hausaufgabenheft gekritzelt, ne? Deutsch 4, Englisch 3, Französisch 3, Geschichte 4, Geo 4, Ethik 3, Gesellschaftswissenschaften 4, Mathe 4, Physik 3, Chemie 3, Bio 3, BK 3, Sport 1, Bio und Chemie Wahlpflichtfach 3. Das Fach Musik wird epochal unterrichtet. Achso, wir hatten immer entweder Kunst oder Musik. Die Leistungen im Fach Geschichte sind nur schwach ausreichend, ich schwöre. Er meinte zu mir, 4 heißt bestanden, ja. Also 4 ist es, bis 4 minus besteht man den Kurs. Er meinte zu mir, ich muss ein Referat machen, sonst gibt er mir eine 5. Ich kam nicht mehr. Ich kam die ganze Zeit nicht mehr zum Unterricht. Ich hasse Referate, Leute, ich schwöre, ich hasse es. So viel Arbeit und dann bist du vor der ganzen Klasse da oben mit schwitzenden Achseln. Allein der Moment, wenn der Lehrer reinkommt mit dem Beamer und du weißt, du bist ein Tramjunge, lass mich in Ruhe. Nimmt mal mit. Egal, ich kam nicht mehr. Er hat mir zum Glück trotzdem eine 4 gegeben. Ich meinte so, ja, dann gib mir doch eine 5. Ich will sowieso hier wegwechseln. Dann kriege ich halt hier eine 5, ich kann sowieso auf meine Sportschule wechseln. Das wusste ich auch hier schon. Und der hat mir gedroht und hat trotzdem nur eine 4 gegeben. Auf Ehre.
dachte eigentlich, ich würde mein MSA-Dings. Beine immer so am Zittern. Ich schwöre, heutzutage könnte ich das easy, weil ich halt viel rede und so. Aber früher war das null mein Ding zu erzählen, ne? Bin ich auf die Sportschule gewechselt, wo, ihr müsst wissen, ich nur mit Leuten aus meiner Fußballmannschaft in der Klasse bin. Und ihr wisst selber. Erstens sind die meisten nicht auf meinem Niveau schulerisch, wenn ich vom Gymnasium komme. Und haben keinen Bock auf Schule. Wer war da so? Boah, in meiner Klasse war immer, ich kenne die nicht mehr, Ricky, Nino, Jordan, Oljan, Hamudi, Arne Meyer, Dennis, Pansu, so die ganze Zeit nur sowas, bodenlos. Und dann sitzt ihr da zu acht und ihr macht nur Scheiße und vorne sind dann zwei Fünfkämpferinnen, die die ganze Zeit alles, die so richtig mitarbeiten und so. Und noch drei Ruderer hinten dran. Und Fußballer werden gehasst, ich schwöre. Deutsch 3-, Englisch 3+, Französisch 1-. Je parle français, oui? Ach, wir hatten bei Frau... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Wir hatten bei Französisch, Leute. Alle hatten... Also es ist so, man kann ja ab der siebten Klasse auf diese Schule wechseln. Und die hatten nur Spanisch angeboten. Und ab der 10. gibt es noch Französisch, so Starterkurs. Und da sind drin gewesen Jordan, ich und Uljan. Drei aus unserer Mannschaft waren dort und wir haben wieder angefangen mit Bonjour, ça va. Und ich hatte schon 4 Jahre Französisch auf dem Gymnasium und wir haben hier auf der Gesamtschule wieder neu angefangen in der 10. Klasse. Ich habe so getan, als ob ich nichts kann, ne? Einfach die 1 mitgenommen. Aber die war so nett, Mann. Die war so nett. BK eine 3. Geo eine 3-. Geschichte 3+. Boah, hier hatte ich beide den gleichen Lehrer. Hier war das, wo ich jedes Jahr, ich hatte Geografie und Geschichte den gleichen Lehrer. Herr, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall mussten wir in Geografie, sowohl als auch in Geschichte, jedes Semester ein Referat machen. Und hier habe ich es noch gemacht in der 7., in der 10., also im ersten Semester. Im 2., 3. und 4. Semester meinte ich, ich mache die Scheiße nicht mehr. Ich mache kein Referat nicht mehr. Gib mir eine schlechte Note, mir kackegal. Mathe 4. Physik 3. Bio 4+. Bio habe ich direkt abgewählt danach. Sport 2. Sportpraxis 2. Ihr müsst wissen, Sport ist halt Sporttheorie. Ist jetzt nicht draußen, sondern Sporttheorie. Ihr lernt, was für Prozesse in eurem Körper abgeht, während ihr Sport treibt zum Beispiel. Oder wie man Training schult und sowas. Also so rein Theorie im Sport. War sehr schwer, aber ist sehr interessant als Fußballer oder als Sportler, das zu wissen. Es hat mir besucht die Qualifikationsphase in gestreckter Form. Keine Ahnung, was das heißt. 10 versäumte 4 Tage. Das war mein Problem. Guck mal hier. Ansgar Rosser und so. Meine Mutter konnte mir Entschuldigung schreiben. Ich meinte, ich war zu Hause im Bett 8 Uhr. Ich sag, Mama, ich will nicht zur Schule. Ich guck, ich habe Bauchschmerzen. Und die wusste ich schon. Irgendwann meinte ich auch nur noch, ich gehe heute nicht zur Schule. So was meinte ich dann. Ich sage euch nicht den Trick, was ich gemacht habe, damit sie ja sagen muss. Damit ihr nicht auch schwänzt. Meine Mutter hat es auch voll verstanden und sie weiß, dass ich trotzdem gut in der Schule mache. Und ich habe dann lieber Frauentausch und Schloss Einstein und Pokémon geguckt. Sag nein, nein, nein. Du hast schon mal gesagt? Nein. Habe ich schon mal? Was denn? Kopfverheizung sagen, du hast Fieber? Nein. Du bist ehrlich mit dir. Ich war Kopf an Kopf. Ich würde es euch nicht sagen, sonst nutzt ihr das auch. Ich weiß nicht, wie ihr mit eurer Mutter seid. Hast ehrlich gesagt, was ist denn, Elias? Mit türkischen Eltern bringt das nichts. Also bei mir, wenn man so, meine Mutter weiß, ich mache trotzdem Schule, wenn ich sage, ich will nicht, ich will halt nicht zur Schule, dann war das so. Ich will eigentlich meine Mutter kurz fragen. Manchmal hat sie dann so rumgeheult und meinte, sieh die nicht schon wieder, du musst jetzt zur Schule gehen und so. Und wenn ich halt wirklich nicht wollte, dann habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht. Und dann meint sie, ich schreibe dir aber keine Entschuldigung. Hast du ein Problem? Aber dann sagst du, du bist ganz, ganz frech und sagst einfach, wenn du mir keine Entschuldigung schreibst, dann kriege ich einen unentschuldigten Fehltag, ich kriege schlechte Noten und im Endeffekt schadest du meiner Zukunft. So habe ich meine Mama. Ich bin so ein schlechter Mensch. Sage ich auch immer, gut, Pupenga. Ehrenlos, ja, ich weiß.
Ich weiß. Und dann bleibst du einfach zu Hause und dann sagst du, ich brauche jetzt die Entschuldigung. Tut mir leid. Macht das nicht. Ihr müsst mit eurer Mutter im Guten sein, dass ihr das, sowas machen könnt. Zweites Semester. Deutsch 3+, Englisch 3, Französisch 2+, BK 2, Geografie 3, Geschichte 3+, Mathe 3, Physik 3-, Bio 3-, Sport 2, Sportpraxis 2. Sportpraxis, da haben wir immer so Sachen gemacht wie Steppen und Seilspringen und eine Sache gab es noch, Hula Hoop. Und dann so mit Choreografien und so. Der war bodenlos, da war eine Frau vorne mit so, wie so einem Film. Mit so einem Gym-Anzug, hat der Musik angemacht, so richtig guten Song. Und dann ist sie da so draufgestellt. Rechts, links, runter, runter, rechts, links, runter, runter. Hey, drehen, hoch, hey, drehen. Sowas haben wir gemacht, die ganze Zeit mit Jordan und so, Leute. Mhm. Bodenlos. LF ist Leistungsfach, ja. Also ich hatte Englisch als Leistungsfach und Sport war Pflicht, weil es eine Sportschule ist. 25 versäumte Tage. Ach ja, und dazu... Also in der Grundschule und Gymnasium, ich habe pro Jahr, kannst du jeden fragen aus meiner Klasse, Gymnasium. Ich war von 5 Tagen in der Woche, war ich 2-mal da. Entweder weil ich Fußball hatte oder weil ich keinen Bock hatte und Ultimate Team gespielt habe und getradet habe. Ich habe ohne Ende getradet früher. Und da hat mir halt immer meine Mutter Entschuldigung geschrieben. Und hier Pöschau hat das so geregelt, dass man sich im Jahr, im Semester, 3-mal nur selber entschuldigen darf. Das heißt, also man ist ja über 18, man darf sich selber Entschuldigung schreiben. Man darf sich nur 3-mal selber entschuldigen. Oder halt die Mutter schreibt das. 3-mal geht das nur. Der Rest muss ein Ding sein. Ein Attest. Digga, bodenlos, ne? Man kann ja nicht dann zum Arzt gehen und so. Da musst du halt wirklich, das ist auch zu viel Aufwand. Das lohnt sich dann auch nicht in die Schule zu gehen, weil dann musst du zum Arzt gehen und da warten und dich anhusten lassen von irgendwelchen kleinen Kindern. Ja, also hier ging es dann nicht mehr. Haben sie gut gemacht. Dann habe ich mich nicht mehr getraut. Aber wir hatten ehrlich gesagt sowieso unser Unterricht. Montag vielleicht 1. bis 8. Stunde, aber danach Dienstag 10 Uhr Training, Fußballtraining. Also wir hatten halt Schultraining sozusagen. Aber Fußballtraining mit unserer Mannschaft, weil 8 aus unserer Mannschaft in meiner Klasse waren und mit unserem normalen Trainer haben wir dann zu 8 trainiert immer. Vormittags, bisschen Eck, bisschen Torschuss und sowas. 10 Uhr bis 12 Uhr. Dann hatten wir 12.30 Uhr. Bis 14.30 Uhr Unterricht, 2 Stunden und dann war Schluss und um 16 Uhr hatte ich wieder Training. So ging das die 2 Jahre, oder die 3 Jahre. Hier, Olympiapark, Pöschau Oberschule, das war direkt neben oder auf unserem Hertha-Gelände einfach. Hier ist mein 4. Semester und dann habe ich auch noch Chemie abgewählt und Bio abgewählt. Kein Bock mehr gehabt und ich hatte so noch weniger Unterricht. Ist cool. Deutsch 4+, Englisch 3+, Französisch 3, BK 3-, das war mein Abschlusszeugnis, glaube ich, Geo 3-, Geschichte 3+, Mathe 3+, Physik 3+, Sport 3, Sportpraxis 1+. Da habe ich Springseilsprung. Meine Abi-Prüfung war Springseilspringen mit Jordan zusammen. Mit so einem afrikanischen Lied. Ich will meine Abiturbewertung haben. Ich weiß nicht, wo das ist. Naja. Stand da Mathe-Leistungsfach eigentlich? Ja, hier, guck, 3. Prüfungsfach habe ich Mathe genommen. Ich war zu zweit auf dieser Schule, ich war zu zweit in diesem Mathe schriftlich in der Klausur drin mit einem, der 1,0 hatte. 1,0 und ich. Die Mathe-Lehrerin sagt mir so, bist du sicher, dass du Mathe schreiben willst und so? Meine Mathe-Lehrerin meinte das. Ich sag ja, ich bin gut in Mathe und so. Hat sie noch nicht mitbekommen. Achso, sie hat mir nicht zugetraut, dass ich Mathe schriftlich schreibe. Und dann meinte ich, ich will aber nicht Deutsch schreiben, weil ich in Deutsch 10 Seiten schreiben muss oder so für die Klausur. Und in Mathe rechnest du halt ein bisschen. Und dann habe ich Mathe gemacht und mit Henry zusammen, der 1,0 hatte, und habe 3+ geschrieben. Alles gut. Ich war sogar für die letzte Klausur zu faul, damit ich da 8 Seiten schreibe. War cool, cooler Backflash. Abischnitt 2,7. Hi Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen, ein bisschen über meine schülerische Laufbahn zu erfahren. Ich habe nicht zu viel versprochen. Ja, ich war ein super Brain früher, ich bin hochbegabt und bin ich auch immer noch. Mein IQ beträgt über 130 und vielleicht sind schon die ein oder andere Gehirnzelle leider abgestorben. Aber immer noch ein flinkes Köpfchen. Ob ihr wollt oder nicht, lasst ein Abo da.
Und check die Jungs ab hier, Mann. Check die Jungs ab. Schreibt er jetzt da rein. Ja, 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 check die ab, Mann. Check die ab. Ja, yeah, ja, yeah. Drückt Stopp. Peace out, Mann. Yeah, yeah, yeah.